Direkt, direkt! Endlich wieder ein Dreier im Derby. Wie fühlt sich das an? Ja, fühlt sich unheimlich gut an. Die Jungs haben sich gerade für den Aufwand in der zweiten Halbzeit, den wir da betrieben haben, haben sie sich endlich mal wieder belohnt. Die letzten zwei Spiele gegen Herten, gegen Sinsen, hatten wir doch das Chancen plus auf unserer Seite. Haben da 4 Punkte liegen lassen in den beiden Spielen. Jetzt haben wir sie heute mitgenommen. War ein offenes Spiel. Röllinghausen war dem zweiten Tor sicherlich genauso nah wie wir auch. Zweimal Benny zum Beispiel. Ja, Benny hält uns da zweimal riesig im Spiel. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, war am Ende, ich will nicht unbedingt sagen glücklicher Sieg, aber er hätte sicherlich auch zugunsten von Röllinghausen ausfallen können. Ganz einfach, wenn du natürlich 65 Minuten in Unterzahl spielst, auf dem tiefen Boden, mit der verletzten Misere, die wir im Moment sowieso haben, ist das natürlich bitter. Wir haben kurz vor Spielbeginn, habe ich den Mondi im Prinzip runternehmen müssen oder gar nicht aufstellen können, weil er unheimlich Schmerzen im Sprunggelenk hat. Habe dann den Joel Jettfeld, der jetzt, glaube ich, sein erstes Saisonspiel gemacht hat, wieder reinbringen müssen. Der hat einfach gebissen, so wie viele andere auch. Und schlussendlich, das habe ich den Jungs gerade auch gesagt, war es dann ein Sieg des Willens. Und da bin ich unheimlich stolz auf die Jungs. Bei Jettfeld hat man heute auch schon eigentlich direkt seine Klasse wieder gesehen. Wie wichtig war er denn am Ende fürs Spiel? Ja, er tut unserer Mannschaft unheimlich gut, weil er uns unheimlich viel Ruhe gibt, weil er ein sehr gutes Aufbauspiel hat. Ich glaube, wenn du so einen Spieler an der Seite hast, auch für den Maki in der Innenverteidigung, ist einfach gut zu wissen, wenn du einen Joel neben dir hast. Du kannst ihn mal anspielen, er gewinnt die entscheidenden Zweikämpfe. Auch wenn es hier und da sicherlich noch ein etwas holpriger Start war, so bin ich aber froh, dass wir ihn jetzt wieder an Bord haben. Und ja, war ein wichtiger Baustein für den Sieg heute. Genauso wichtig wie alle anderen 13, 14 Spieler, die heute auf dem Platz gestanden haben. Und am Ende bringst du dann halt Mondi rein noch. Anschließend noch Tim Krüb, vorher sogar Tim Krüb. Erst den Tim, ja. Und dann machen die beiden noch so zusammen? Ja, ich hab dem Mondi eigentlich nur gesagt, er soll auf die Zähne beißen, soll zeigen, was er drauf hat. Soll auch den Leuten, die heute hier sind, zeigen, dass er es eigentlich immer verdient hat, in der Startelf zu stehen. Und das hat er dann gemacht. Tim Krübus, ja, kommt dann rein, stochert den Ballschuss endlich über die Linie. Abgesehen vom Tor hat er auch ein sehr gutes Spiel gemacht, hat viele Zweikämpfe gewonnen. Ja, waren dann zwei Glücksgriffe, war so ein bisschen notgedrungen, weil wir verletzungsbedingt auch wieder da tauschen müssen. Basti stand kurz vor der gelb-roten Karte. Musste ich dann einfach runternehmen. Der hat unserem Spiel natürlich dann auch gefehlt, weil er jemand ist, der auch, wenn wir in Unterzahl spielen, den Ball festmachen kann, halten und beherrschen kann. Aber schlussendlich, glaube ich, dieses Spiel ist auch so ein bisschen darunter zu sehen. Wir haben wieder so viel umstellen müssen, vor dem Spiel, im Spiel, Unterzahl. Und egal, welcher Knüppel uns dazwischen die Beine geworfen wird, die Jungs interessiert es nicht, die rappeln sich auf, versuchen alles zu geben. Und da wird man auch schlussendlich dafür belohnt. Das freut mich unheimlich. Dankeschön. Gerne.